Das ploppt nicht, mache ich dich hier. Prösterchen. Ah. Tja, meine lieben Damen und Herren, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublichen Folge Golden Sun hier im Labor mit eurem guten Schmendrick. Tja, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ich muss ein bisschen was ausprobieren hier. Wir sind nämlich immer noch dabei, quasi Dodonpa hier in den Arsch zu treten. Wir wollen nämlich immer noch Meister Hammett retten, denn Ivan hat immer noch seine Quest nicht erledigt. Also bitte, was ist das denn? Ich meine, eine optionale Quest so ein bisschen liegen lassen, so ein bisschen Larifari, ist ja okay. Aber was Ivan hier macht, ist einfach unverantwortlich. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Tarnkappe mal anschmeißen. Und gucken. Hier bei ihm wissen wir ja schon Bescheid. Der geht jetzt hier hoch. Dann geht er wieder runter. Der täuscht nämlich nur an, der alle Lulatsch. Und dann gehen wir mal hier runter. Irgendwas muss ja hier sein. Da. Und der Typ da ist ja auch keiner, der uns rausschmeißt. Also er hier. Der da. Vielleicht können wir über Enthüllung was machen? Wir probieren das mal. Enthüllung. Können wir da was bewachen? Enthüllung? Enthüllen! Nee. Ah, ich weiß es nicht. Haben wir nicht noch irgendeine Synergie, die da helfen kann? Guck mal, wir haben nur hier den Gebetskram mit Frostkram. Hier haben wir Erstarrung und so. Es bewegt sich aber nichts. Mit Wirbelwind können wir nichts machen. Kraftwelle wird nicht gehen. Telekinese, Regenschauer. Es macht alles nichts, ne? Zum Fangen leichter Objekte. Ja, ist aber, damit holen wir ja nur Sachen vom Baum. Das funktioniert ja eh nicht. Wir probieren das aus. Was so im allerschlimmsten Fall passiert. Ja. Ha! Echt jetzt? Ich dachte, es ist übel dumm, wenn ich das probiere, aber dann funktioniert das auf einmal. Das ist doch immer so. Ich denke mir immer so, oh, das ist eigentlich mega dumm, ne? Ohne Witz, Schmendrick, ey, wenn du das jetzt ausprobierst, das kann ja gar nicht funktionieren. Und am Ende des Tages so, das geht doch. Wow, ich bin einfach nur gegen die Tür gelaufen und jetzt ist die auf einmal offen. Geil. Aber damit haben wir jetzt Shortcuts freigeschaltet quasi. Da müssen wir nicht mehr den ganzen Weg da rumlaufen für die Assis. Glaubt ihr, kommt auch noch einen Schritt hier weiter? Tut mir leid, aber ich werde euch den Weg freikämpfen müssen. Also ich werde euch den Weg, was? Einfach mal schnell drüber rutschen, der kann nichts. Ah, Leute. Das ist ja witzig, dass das jetzt so funktioniert. Also wirklich jetzt ohne Witz. Ich dachte mir gerade so, guckst du nochmal nach? Holst du nochmal einen Tipp oder so? Oder ich habe ja quasi noch einen Kontakt, den ich für solche Fragen immer mal wieder ansprechen kann, ne? Ob ich den mal anhaue, hey, weißt du noch, kannst du mir einen kleinen Tipp geben? Aber ist ja witzig, dass es einfach mal so denn, ja, läuft. Sehr cool. Aber freue ich mich, ehrlich. Dann haben wir jetzt den Schlüssel. Den haben wir platt gehauen. Die Tür ist offen. Ich frage mich trotzdem, hinter Donpa, wenn er da im Bett pennt. Ey Leute, da müsst ihr mich im Zweifelsfall auch in den Kommentaren nochmal dran erinnern, falls ich da aus irgendeinem Grund nicht dran denke. Wir müssen da noch hin. Tür ist offen, noch ein Shortcut. Hier kommen wir runter. Die Treppe. Jetzt haben wir hier, guck mal, das ist ja auch sehr unauffällig, da einen Busch in der Höhle zu platzieren. Die Tür ist fest verschlossen. Und jetzt können wir hier mit Wirbelwind das wegmachen. Ja! Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber das ist so auffällig hier auch mit den Kieselsteinchen. Was? Die haben Kobolde im Keller! Die Banditen haben Kobolde im Keller! Die Assis, die haben Kobolde im Keller! Aber ich bin ehrlich, das riecht hier alles so nach Boss jetzt. Das riecht alles so nach Boss. Es stinkt förmlich nach Boss, ne? Ja, guck mal, es ist so auffällig. Das ist schon wieder klar. Hier ist es wieder klar, dass man das benutzen soll. Ich wusste, irgendwas muss man mit Enthüllung hier machen. Ah, weißt du was? Wir packen jetzt hier die ersten vier. Ich könnte natürlich jetzt auch genau die richtigen aussuchen. Aber nein, wir machen das genau so. Und dann können wir gleich... Wir haben eh gleich einen Bosskampf vor uns. Ich rieche das. Ey Leute, das stinkt nach Bosskampf hier. Also jetzt ohne Witz. Das stinkt einfach nach Bosskampf. Und ich glaube, jetzt haben wir auch Master Hammett gefunden. Oh, kann den Daumen drücken, warte. Oh, ein Rätsel. Ich dachte schon, jetzt kommt der direkt. War ja auch klar, wäre zu einfach gewesen. Aber okay, wir gucken hier nochmal nach. Nochmal ein bisschen Rätsel. Raten hier.
Rattenkriege. Dafür brauche ich keine... Lol, er ist geflüchtet. Er ist einfach abgehauen. Du Wicht. Du Dummkopf. Da ist was offen. Da können wir was wegwehen. Der Master Hammett ist nicht mehr weit. Oh, ui. Ui, hier ist eine Zelle. Du hast eine Zelle. Also keine Terrorzelle, aber, oh, Lebensegel von Ivan, wunderbar. Aber heftig. Also für ein Kinderspiel, dann doch nochmal ein paar Totenköpfe hier mit rein und da nochmal ein bisschen. Ah, ist okay. Aber es ist einfach so ein geiles Game, Leute. Also, ne, wer es jetzt von euch noch nicht gespielt hat, ey, jetzt ohne Witz, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr keinen Bock auf das Game habt, oder? Jetzt mal, also wirklich mal Hand aufs Herz jetzt. Also wer von euch, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wer von euch sagt jetzt so, oh nee, weißt du, das ist mir zu alt und auch nicht mehr so zeitgemäß, habe ich keinen Bock drauf. Wer von euch, echt, der wäre für den ersten Stein, bitte. Ja, Tarnkappe funktioniert nicht, ist zu hell. Oh. Aber gut, das ist nochmal zum Leveln gut. Bam, Lebensegel, Bats, voll hergestellt, Butz. Oh, die machen ganz schön Schaden, die Biester, ne? Aber okay, ich habe auch die Djinns nicht aktiv. Also ohne die Djinns wären wir halt auch wirklich ganz schön aufgeschmissen, muss ich sagen. Aber so? Ich meine, wir müssen ja trotzdem noch ein bisschen leveln, ne? Das wird auch noch mal vorkommen. Zumal wir das ja auch noch mal fürs zweite Spiel gebrauchen können. Wunderbar. Oh, jetzt geht's aber ganz schön los hier. Tiefes Gebet. Normales Gebet. Garrett. Ivan. Und Mia selber. Doch noch was mit Enthüllung hier zu machen? Nein, doch nicht. Aber hier. Loot. Und ein Mimic. Oh, ein Kraftbrot. Ein Kraftbrot. Das ist aber schön. Ja. Und hebt das KP-Maximum an. Das wäre eigentlich was für Ivan, ne? Oh, in dem Fall aber sogar auf was für Mia. Aber die kriegt mehr KP, wenn sie ihre Djinns aktiv hat. Aber Isaac ist Main-Char, der kriegt das Kraftbrot. Sorry, Leute, aber Isaac ist Main-Char. Und Main-Char kriegt hier den, der kriegt hier den Loot. Isaac ist einfach die wichtigste Figur EO West. Den brauchen wir einfach. Der ganze Kontinent, ne, das lastet alles auf unseren Schultern. Da bin ich einfach ein bisschen komisch, das gebe ich auch zu. Da bin ich einfach ein bisschen komisch. Für mich ist das so, Main-Char hat einfach Loot-Vorrecht. Ne? Ah, wunderbar. Ich glaube, wir sind da. Sind wir bald da? Ja, wir sind bald da. So. Komm, lass uns nochmal alle hier umnieten hier. Bam, alle weg. Ja, ist ja okay. Rauchbombe wirkt nicht, ist okay. Aua. Epizentrum! Ich freue mich, wenn wir alle Djinns haben. Dann können wir nämlich auch noch mal ein bisschen mit den Klassen rumspielen, ne? Also da hätte ich auch noch mal Bock. Und wir haben ja lange auch darüber gesprochen, ob wir mal eine Runde dann machen, die wir sozusagen im Stream austragen. Ich denke mal, das werden wir machen, wenn wir die letzte Levelrunde machen vor dem Ende. Vor dem Ende des Let's Plays. Oder, Leute? Nanu? Nanu. Ach! Das ist die Kiste, die ich da jetzt runterschieben kann, um das zum Hüpfen frei zu machen. Ich habe gerade überlegt, ist darunter jetzt irgendwas versteckt? Nein! Ja, aber die Rätsel werden komplexer, ne? Man muss ein bisschen mitdenken. Das ist schon schön. Das Spiel verbindet halt Story, wirklich krasse Story-Komponente, zusätzlich mit Rätseln und noch ein sehr, sehr geiles Kampfsystem. Absolut. Kann ja wohl keiner was gegen sagen. So, sind wir jetzt bald da? Oh, der Einschlag erhebt die Attacke von allen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir hier so schnell wie möglich drüber rutschen und nicht so viel PP verbrauchen. Weil ich rieche den Bosskampf, Leute. Ich rieche ihn. Ich spüre es. Und ich sehe es jetzt auch nicht ein, die Djinns für die paar Meter jetzt hier alle wieder zurückzusetzen. Das sehe ich auch irgendwo nicht ein. Man hat ja auch als Mann seine Prinzipien, so. Man hat doch einfach seine Prinzipien. Dein Ernst. Ey, wer versteckt denn bitte das jemanden so doll? Packt denn so viele Trash-Mobs hier rein?
Und hier ist nochmal was über Enthüllung zu finden. Ich glaube, der Weg soll einen einfach nur müde machen, dass man keine Synergie mehr benutzen kann. Oh, war es das jetzt? Master Helmet? Ja! Ja! Wow! Ist schon Essenszeit? Nee, aber Stößchen ins Höschen. Wer bist du? Hammett. Oh, der klang sehr weiblich, die Stimme, es tut mir leid. Ivan, bist du das? Diese Leute, sind das Freunde von dir? Ach, Stuhl höher stellen. Dann hat deine Reise also begonnen, Ivan. Ja. Einfach ein Kopf so. Ich bin zwar etwas spät, aber ich bin gekommen, um euch zu retten. Das hättest du nicht riskieren sollen, Ivan. Halt! Keine Bewegung! Er sieht aus einfach wie Zorro himself, Alter. Also nicht der One Piece Zorro, der Gute, sondern der Schlechte. Dodonpa! Ja, es tut mir leid, dass ich die sentimentale kleine Wiedersehensfeier so abrupt unterbrechen muss. Oh, Verzeihung. Das muss deine kleine Ratte Ivan sein. Du hast ja immer behauptet, er würde kommen, um dich zu retten. Ja, Leute, aber Kampfstellung sieht anders an. Sieh ihn dir an! Er ist doch noch ein Kind! Aber wenn man bedenkt, wie weit diese Kinder gekommen sind... Hey! Wenn wir nur Kinder sind, was müssen denn deine jämmerlichen Diebe für einen Haufen fußlahmer Maultiere sein? Oh, Garrett, da mag ich ihn wieder. Wie verkommen muss man sein, um Lösegeld zu nehmen und die Geisel dann nicht freizulassen? Ich verstehe. Du hast also Lyanna erpresst. Wir bringen Hammett jetzt wieder nach Hause. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Ich betrachte Hammett gerne als meine kleine goldene Gans. Du dreckiger Abschaum! Mich zu beschimpfen wird dir auch nicht helfen. Ich gebe Hammett nicht auf. Dodonpa zieht an einem Hebel. Diese Falle hier bezeichnet das Ende eurer kleinen Glückssträhne. Ich sag doch, hier kommt ein Boss! Und es ist hässlich. Alter, ist auch krass, dass er das Monster da eingesperrt hat, direkt an der Zelle, wo Hammett ist, ne? Also seine goldene Gans schützt man eigentlich ein bisschen besser, ne? Stell dir mal vor, der Hebel hätte einen Defekt oder so, Monster kommt, frisst Hammett. Also jetzt mal obviously richtig dumme Idee. Ja, ja, Monsterfutter. Dodonpa, die rasieren wir auch noch richtig schön die Arschhaare, Alter. So, richtig hässlichen Murloc hier. Den hauen wir jetzt erstmal das Gericht um die Ecke, damit wir ihm Meteor voll auf den Kopf dübeln können. Thor wird dann den Rest erledigen und Boreas finished mit der Finish-Karte. Thor! Thor Odinson! Britzel, 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 617 Schaden. Sehr schön. Und Gericht nochmal gleich hinterher. Nochmal 616 Schaden, Erdkraft steigt. Oh, Verprügler ist böse. Das hat Garrett sehr viel Schaden gemacht. Das hätte Ivan fast gewonshottet. Da müssen wir aufpassen. So, Boreas. Da wird weniger Schaden bestimmt sein jetzt, ne? Ja, es ist ja sein Element. Gut, okay, Meteor. Reiß rein da. Drrrrt. Sehr schön. 816 Schaden, Junge! Ah, er reckt sich sogar nochmal um 80 KP, okay. Gut, dann hauen wir jetzt mit einem Ragnarök hinterher, beziehungsweise haben wir noch einen Djinn, der ready ist. Knospe greift Gegner an und stiehlt EP. Nice, nice. Und Glut füllt die PP des Teams auf, ist auch ziemlich awesome. Mit Milan, Doppelangriff in der nächsten Runde. Wie machen wir das? Ja, Isaac kriegt einen Doppelangriff in der nächsten Runde, der macht den meisten Damage. Wobei, eigentlich macht Garrett den meisten Damage, aber da müssen wir aufpassen, dass er nicht stirbt. Ob das schon reicht, ich weiß es nicht. Machen wir mal ein tiefes Gebet mit Mia auf Garrett. Milan! Knospe! Alter, wie viel das reckt. Oh, Dunkelsegen. Oh, Garrett. Nein! Oh, Garrett ist Matsch. Oh, fuck. Fuck. Shit, 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 shit. Das war böse. Aber das ist halt die Gefahr, wenn du die Djinns halt so benutzt, ne? Gut, wir bräuchten Quarz, um einen belebten, um einen Freund zu beleben. Habe ich eine Synergie dafür? Habe ich nicht. Habe ich ein Item dafür? Habe ich nicht. Das heißt, gleich wieder reindübeln. Wir brauchen den Damage.
Achso, wir haben ja quasi zwei Angriffe mit ihm offen. Also gibt es dann nochmal ein Heilwasser auf Ivan. Ivan macht den ersten Schlag. Kannst du was lösen mit Böe? Paralysiert Gegner durch Sturm, wird nicht funktionieren. Hast du noch ein schönes Item? Nee, der bricht nur. Könnte man zwar machen, aber ich glaube, mach nochmal Attack Boost von allen. Und du, liebe Mia, du kannst doch reggen. Kannst du nicht wieder jemanden aufstehen lassen? Füllt Wasser mit... shit, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Angriff senken. Wir müssen Garrett gleich wieder aufheben. Garrett macht eigentlich so guten Schaden. Oh, Verprügler. Nein! Oh, okay. Aber Mia ist übel tanky, die macht das. Und Heilwasser auf Ivan. Sehr gut. Genau, da kommen jetzt erstmal die ganzen Djinns wieder. Das hilft ja auch. Mit Granit können wir eine Erdbarriere machen. Das werde ich, denke ich, mal nochmal reindübeln. Brise hebt den Widerstand. Das machen wir auch rein. Und Mia nochmal ein tiefes Gebet. Allerdings auf sich selber. So, falls er jetzt gleich wieder mit seinem Dunkelscheißsegen anfängt, dann wollen wir wenigstens ein bisschen geschützt sein. Da, Klebgift. Bleh. 7 Schaden. Easy going, Alter. Hammer. Okay. Wir müssen Garrett wieder aufkratzen. Das ist jetzt wichtig. Garrett wieder aufkratzen. Da, belebt einen besiegten Freund. Sehr gut. Atlanta könnten wir schon rufen, ist aber noch nicht alles. Da geht noch mehr. Also, Ivan macht Damage. Reines Wasser füllt KP auf. Isaac. Und Batz. Oh, wow, schon zerlegt. Ach, schade, dass Garrett jetzt die fast 1000 Punkte nicht kriegt. Weil er natürlich dead ist gerade. Ah, ärgerlich. Na, holt das Ding von mir runter. Sehr schön. Wie ist du dann unter das Monster geraten? Sehr witzig. Er hat wieder versucht, einen seiner fiesen Tricks anzuwenden. Als Dodonpa sah, dass sein Monster den Kampf verlieren würde, hat er versucht, sich hinter euch zu schleichen. Nur eine Sekunde später und ihr wärt Geschichte gewesen. Du dreckiger Wurm. Alter Ivan, übel grumpy. Dodonpa, du bist verfault bis ins Innerste. Wow. Aber ja, ist so. Ja, ist ja gut. Es tut mir leid. Jetzt holt das Ding von mir runter. Holt das Ding von mir runter? Ich weiß nicht, das Ding sieht für uns schwächliche Kinder viel zu schwer aus. Was sollen wir tun, Isaac? Sollen wir versuchen, es zu bewegen? Nein. Da stimme ich nur zu. Was denkt ihr, Hammett? Und er sagt, holt ihn runter. Ja, ja, Hammett ist wieder... Ja, ach Mann. Nee, warum? Alle sagen, es ist eigentlich ätzend, dass er da ist, weißt du? Naja, es ist, wie es ist. Wir sind wieder zu nett. Zu nett für diese Welt. Am Ende dankt uns das keiner. Ach, Kacke. Sehr niedliche Animation, wie sie ihn da runterziehen. Okay. Ich hätte gern gegen ihn gekämpft. Das wäre bestimmt crazy gewesen. Aber das Vieh... Ah, Garrett halt. Schade. So, jetzt solltest du wieder aufstehen können. Ich kann nicht. Ist dein Bein gebrochen oder was? Selbst Mia hat keinen Bock mehr auf den. Es ist nicht gebrochen. Ich kann gleich wieder stehen. Den Himmel sei Dank. Was meinst du mit dem Himmel sei Dank? Hat er nicht versucht gerade, also nicht gerade erst versucht, uns zu töten? Können wir nicht einfach vergeben und vergessen? Alter Hammett, genau das ist die Einstellung, die dich hier reingebracht hat, ne? Der Dump hat euch entführt, schon vergessen? Ja, ist so. Oh, ja, stimmt. Kriegt euch wieder ein, Leute. Aber Hammett ist wieder in Sicherheit noch nicht ganz. Wir müssen ihn noch hier noch rausbringen, ne? Das ist ja auch wichtig. Tja, wie sieht's aus, Dodonpa? Mal gucken, was er sagt. Er lässt sich Zeit. Ich sagte bereits, er würde nichts tun. Natürlich sagt er so etwas. Er will, dass wir ihn vergeben. Was denkst du, sollen wir mit ihm tun, Garrett? Garrett ist ein Pragmatiker. Der wird ihn hier verrotten lassen oder gleich exekutieren. Wir sollten ihn hier einschließen, so wie er es mit Hammett gemacht hat. Nein, wie könnt ihr nur so grausam sein? Oh, aber du hattest doch kein Problem damit, so grausam zu Hammett zu sein. Ist richtig.
Was sollen wir tun, Isaac? Sollen wir Dodonpa einsperren? Ja, Mann. Das geschieht dir recht, du kleine Ratte. Ah, wenn dein Vater kommt und dir das... Oh, schöne Sache. Leute, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt gibt's Anschluss von Daddy. Bis dahin, ciao.